Bart hat uns den jetzt geklaut, ne? Also Angelo, ich finde, wir sollten gemeinsam Bart als unseren Erzfeind deklarieren, weil offensichtlich ist er uns gerade hintergangen. Hier, komm her. Ah, da ist ein Gegner! Da sind Gegner! Da sind Gegner! Wie sieht das jetzt eigentlich aus, wenn wir andere Spieler aus anderen Teams sehen? Töten wir die? Ja. Tatsächlich. Oh, die hat die Frostfledermaus gehabt, ja. Ja, die ist im PvP ganz cool. Ja. Wo mache ich das jetzt rein? Auf J, glaube ich. Ja, genau. Kicken wir einfach. Ach, da ist es. Unheilig, Illusion, Chaos, Frost. Frost. Selbst wenn ihr das Blut nicht braucht, sobald die aussaugbar sind, saugt einfach aus und klickt kurz Linksklick für einen schnellen Finish, dann kommen wir ein bisschen schneller mit denen klar. Ich hab Durst. Na, dann gönn dir. Das Game ist so anders, wenn man das zu viel spielt, das ist krass. Alleine so ein kleines Grüppchen von Level 20ern zu fighten, wenn man erst Level 17 ist, ist so schwer, finde ich. Ich bin so oft gestorben. Ich habe mich gefühlt wie ein Dark Souls. Den nehme ich. Ja, PvP wird sehr interesting. Gute 34%. Da freue ich mich auch schon auf PvP. Das wird, glaube ich, cool. Ich glaube, das wird sehr geil. Oh, den Hund execute ich. Habt ihr schon den Wolf getötet? Nee, den wollen wir gerade machen. Den suchen wir gerade. Ja. Au. Das ist der erste, den man macht. Damit man dann als Hund rumlaufen kann, ne? Yes. Genau. Es gibt aber auch Pferde auf der Map, die man recht easy finden kann. Hallo. Hallo. Ja, ich weiß nicht, in welchem Team Vampira ist. Müssen wir ein bisschen aufpassen. Das ist so frech. Ich glaube, die können wir bald hauen. Also. Hä? Nein! Was? Vampir, das ist der einzige wahre Vampirname hier. Ich bin so eindeutig B-positiv, dass hier einfach. Ja, also das ist schon. Nein. Hör auf, mir den Rücken zu fallen, Bart. Weißt du noch, was ich gesagt habe? Ich niemand in den Rücken. Lüge. Schon. Lüge. Hab's nur ausprobiert. Wollt nur schauen. Sei so schnell. Laufe ich gerade richtig hinterher? Ja, ich laufe in die richtige Richtung. Wirklich? Ist das Sarkasmus? Klang ein bisschen so. Ich tracke gerade den Wolf. Das ist richtig, ja. Er müsste jetzt auch hier auftauchen. Das ist die richtige Richtung. Ah, hier haben wir schon Wölfies. Lass sie schmecken, ne? Aber wir sind vorbei, das heißt, der Spawn war hier. Ja, dann warten wir doch genau hier. Sich den nee, der patrouilliert, glaube ich, ne? Wenn der Gegner tot ist, dann wird dir die Blutspur, glaube ich, gar nicht angezeigt, oder? Dann ist sie deaktiviert für eine. Normalerweise zeigt die hierher, bis er respawnt, wenn er hier wirklich gespawnt ist. Aber wir können die Zeit ja nutzen, ein bisschen Ressourcen mitnehmen, weil die brauchen wir eh gleich. Du willst produktiv sein? Also Pia, ich weiß nicht, warum du so viel an mir auszusetzen hast, ne? Also hab ich nicht. Ich stehe jetzt hier rum und gucke einfach auch mal zu, wie du die Natur zerstörst. Ich zerstöre die Natur. So, wie Braunkohle. Den Lebensraum des einheimischen Wolfes. Ja. Machst du hier gerade kaputt? Ich bin die CDU. Also ja. Ah, da ist er ja. Alpha Wolf. So, der Alpha ist da. Ah, kein Problem. Warum wollte er mich nicht beißen? Das hab ich mir auch wir gemacht. Alle reinkontern. So krass. Also, der hat halt keine Chance, ne? Oh, der spawnt aber mehr Ads anhand. Oh, ja. Ja. Ich hab grad schon die Gegner gefunden. Lara Loft und Fischi und so, die machen die grad Boss. Okay. Aber wo? Warte mal, bei dir? Da, wo ich gerade bin, genau. Ich bin ja auf dem Weg erst zu euch. Ach so, okay. Ja, ist sie. Ja, da kommen wir noch hin. So, ich bin jetzt auch wieder drin, ne? Weißt du, was die für einen Boss machen, Angelo? Also, hast du gesehen? Das war so einer, der macht so Giftpfützen auf dem Boden. Die Ability finde ich super. Ja. Saufi. Ja, der nimmt Grab. Auf dem Friedhof? Ich glaube, das war ein Friedhof. Nicht der Friedhofsboss, weil der ist tatsächlich über uns auf dem vergessenen Friedhof. Aber es ist dieser. Dieser kleinere Poison-Boss. Das rote X ist auf der Karte. Achso, ich muss hier erst einladen. Warte, das mal. Ja. Ah, da oben rechts, ne? Ja, genau. Ich heiße B. Holler.
Wie heißt du? B. Holler? B. Holler, ja. Ich hab den Buchstaben in meinen Namen gemacht. Krass. Perfekt. Ja. Also irgendwie scheint das jeder mitbekommen zu haben. Naja. Okay, weißt du was, Bart? Wirklich. Also sag mir doch gleich, wenn du ein Problem mit mir hast. Pia, ich hab wirklich gar kein Problem mit dir. Ich freue mich sehr, dass wir zusammen spielen. Ja, weiß ich nicht. Ich hab da sehr viel Bock drauf. Doch, wirklich. Das ist mein voller Ernst. Das klingt aber nicht so, Bart. Das danke, Lesk. So. Immerhin sprichst du aus, was ich denke. Weißt du mal im Riem jetzt? ja. Pinkelst du gerade gegen den Baum, Dalu? Sieht so aus, der Wolf ist an den Baum gelegt. Zu viel Blut. Als hätte er sein Bein gehoben. Ich bin nur eine Besitzerin, wenn ein Hund oder ein Wolf neben einem Baum stehen bleibt, dann sehe ich nur eines. Ups. Macht es Sinn, nebenbei ein bisschen zu farmen und so? Also Gegner? Ja, ich glaube. Schon, also, ja. Ja, also, weil du halt Tierhaut und so einen Kram kriegst, ne? Genau. Kriegst auch Essenzen und so. Es ist das Kreuz oben, ne? Ja, genau. Aber okay. Es lohnt sich schon nicht zu übertreiben, weil du natürlich später mit besseren Waffen viel schneller farmst als jetzt. Ja. Sprich, der Time Invest ist nicht so geil, glaube ich, anfangs. Da nimmst du wirklich nur das mit, was halt gerade irgendwie gelegen auf dem Weg liegt, ne? Ja. Können auch den Wolf tatsächlich direkt nochmal mit euch machen, dann wenn ihr da gerne seid. Weil den braucht ihr auch, damit ihr euch verwandeln könnt. So ein ganz schön knapp die Angelegenheit. Einmal lieber Scholli. Ja, man muss immer ein bisschen gucken, wenn man noch seine Kämpfe wählt, tatsächlich. Ja. Ich muss auch gleich mal die Tasten ein bisschen umbeinen, damit es für mich ein bisschen angenehmer zu spielen ist gerade. Nein, ich bin Engelbert. Nicht da. Lass mich in Ruhe. Ich bin schon Level da. 20, der Engelbert. Hui. Ja, moin, ey. Wann bekommt man denn ein richtiges Mount? Hui. Also, jetzt gerade mit Pferde vorbeigeritten. Genau, Pferde kannst du einfach sammeln. Die sind auf bestimmten Spots in der Map. Links oben gibt es eine Pferderennbahn zum Beispiel. Da könnte man vielleicht auch mal das ein oder andere Turnier machen. Alter, der hat schon wieder Skins. Das ist doch nicht wahr. Da gibt es tatsächlich sehr viele Pferde, die man sich holen kann. Du meinst meinen Wolf? Ja, mach den nochmal. Der sieht sehr cool aus. Das ist ein super seltener Wolf. Kein Skin. Als ob. Hä, ist das nicht einfach der erste Boss? Ja, aber in Elite. Ja. Warum hast du den denn so das cool? Stimmt, ja. Deswegen bin ich ja auch jetzt erst hergekommen. Das ist das Founders Pack, glaube ich, oder? Genau. Also ist schon wieder Geld, ey, das kann doch nicht wahr sein. Hä, das erste, was Danu macht, ist Ingame-Cash-Shop. Ja, aber das ist doch fein, oder nicht? Ja, absolut, aber ich bin neidisch. Ich muss auch Ingame-Cash-Shop machen. Ja. Dalu gibt halt das, was sehr gut ist. Ja. Ich ärgere mich gerade ein bisschen. Dankeschön, Honeypot, für den Prime-Sub und ganz viel Spaß hier weiterhin. Oh, Dankeschön. Dankeschön. Wollt's ja nicht. Kann ich mir den noch kaufen, ja, den Skin? Ich hatte noch Essen. Hat noch so eine Tupperbüchse dabei mit selbstgeschmiertes Brot. Ich will den haben. Lecker schmeckt. Ja, für eine Ich hatte geilen Reis mit Erdnuss-Kokossoße. Ah, das ist cool. Ich habe noch einen Brezenknödel im Kühlschrank. Ich hatte heute sehr viel Spaß dabei, Holler beim Autofahren zuzuschauen. Das hatten sehr viele Leute sehr viel Spaß dabei. Ja, ist da wirklich schön drauf reingefallen? Das war so ein 30-Minuten-Video, was nur geloopt ist. Alter, woher wusste sie, was ich schreiben werde? Holy shit. Ja, aber das ist ja Text-to-Speech, das ist ja nur... Wie hat Text-to-Speech sich nochmal genannt? Show-Joker? Schür-Joker oder irgendwie sowas, ja. Nice. Richtig schön. Haben wir schon ein Forschungspult? Ja, habe ich gebaut hier drüben. Neben den Sägemühlen. Oh, und einer von euch hat auch noch die guten Schotterwege gefunden. Stark. Richtig. Hi. Jawohl, die Schotterwege. So, Schloss. Au, es tut weh. Es tut weh. Was brauchen wir noch? Schlossherz bauen dauert. Schlossherz aufhören. Was brauchst du dafür? Kupfer, also, und Kupfer und Leder. Leder. Das Leder können wir schon herstellen. Ich habe hier schon so eine Gerberei gebaut. Das ist auf Moment, aber kann ich hier das Kupfer nicht abbauen? Das kannst du abbauen, aber wir können es noch nicht verwerten, weil wir dafür noch den Ofen bauen müssen. Brauchen wir nur Kupfererz für halt, ne? Genau, Kupfererz, aber wie schon gesagt, wir müssen die Schmiede bauen. Und das Kupfererz, gut, ja, können wir zusammenlegen. Das Hölzern ist falsch. Nee, also um den Schmelzofen zu bauen, brauchen wir ja Kupfer. Ja, wir brauchen danach halt nur noch die Mühle dann. Aber wir können aufwerten, das ist schon richtig.
Wo ist denn das hölzerne Versteck? Das ist die Kiste. Das ist genau. Einfach schlecht übersetzt, glaube ich. Ah, lol. Ich habe das nicht gefunden. Das hölzerne Versteck. Das hölzerne Versteck. Ja, ja. So. Stärkter Knochensperr. Wir haben ja aber jetzt schon eine ganze Menge hölzerne Verstecke und Särge und so stehen. Ja, wir sind ja auch eine ganze Menge Leute, ne? Also. Aha, das ist richtig. Aber wir haben auf jeden Fall genügend Platz in der Mainbase hier oben und wenn wir dann den unteren Bereich auch noch bebauen, dann passt das. Ich glaube, wir können es ja auch einfach wieder, also wenn es jeder mal gebaut hat, der es halt gebaut haben muss, kann man es ja wieder abreißen einfach, oder? Also, richtig. Ist ja nicht schlimm. Ja, das Beste an dem Spiel ist einfach dass dieser Compulsively Count Button, wo man einfach alles, was in der Kiste drin liegt und im Inventar matcht, in die Kiste reinlegt. Das finde ich so gut. Auch richtig. Hallo. So. Oh mein Gott, du hast einen Steingolem gezogen. Ups, was? Ja. Ups. Ach, Herr Jemini. Ach, zwei Schaden mache ich an dem. Cool. Ja, ja. Was bei den Steingolems aber echt gut ist, du machst denen zwar kein Damage, aber die machen der Umgebung Damage. Das heißt, du kannst sie einfach zu Ressourcen holen und dann one-hitten die Ressourcen. Dann kannst du sie einfach aufsammeln. Er hat das einfach schon so am Min-Maxen hier, das ist aber unfassbar. Nee, es ist nicht Min-Maxen, es ist einfach, ich bin sehr faul und ich baue ungern ab. Und wenn dann da so ein Steingolem ist, der für mich abbaut, dann bin ich sehr dankbar. Das ist halt irgendwie auch der Missbrauch von billigen Arbeitsplätzen. Bezahlst du ihn dafür? Jetzt kommen wir nicht so. Hat er eine Gewerkschaft? Haben wir eine Steingolem-Gewerkschaft? Ich glaube nicht. Arme Steingolem, ey. Was muss ich jetzt als erstes in der Basis hier machen? Da steht Schlossherz. Wie bitte? Du musst einmal mit dem Schlossherz quatschen wahrscheinlich. Also einfach einmal hingehen und F drücken. Und danach musst du noch so ein Gebieterweiterung bauen. Also du drückst einfach B und dann hast du da diese Vierecke, die du setzen kannst, um das Gebiet von uns zu erweitern. Du musst du drei von setzen. Okay. Danach reicht's, glaube ich, wenn du mit allem interagierst. Ja, komm. Ich bin im Besitz von Arbeiterblut. Ich bin Arbeiter jetzt. Ja, das heißt. Ah, es ist warm, es ist warm, es ist warm, es ist sehr warm. Oh, die war nicht gut. Dann bin ich mal auf Jagd nach Kupfererz. Ich habe 58% Kriegerblut, ist das nice? Das ist gut, ja. Weil am Anfang ist es eh noch nicht so wichtig. Das Geilste am Anfang ist Kreaturblut und Arbeiterblut. Hit me, baby, one more time. Na los. Rumlaufen, Arbeiterblut gibt dir mehr Ressourcen, wenn du Sachen abbaust. Okay, nice. Richtig und wichtig. Ich farm nicht mit dem. Das ist absoluter Blödsinn. Also, das ist auch was anderes. So, wie sieht's hier aus? Game, okay, mach ja, also, mal Mond bitte. Komm drauf an, ne? Ja, wir brauchen Kupfer gerade. Ich bin nicht Kupfer. Jetzt gleich okay. Ein bisschen, wir Schmelze bauen können, Schloss jetzt aufwerten. So. Moment, ich wo ist die Schmelze? Dann packe ich was rein. Haben wir eine? Nee, wir brauchen Kupfer, um die Schmelze zu bauen. Du brauchst Erz. Wie viel Kupfer brauchen wir? Ich habe Kupfer. Ich habe 87. Dann bau ja, gerne die ruhig. Schmelze. Ja. Kann ich einfach Produktion. Mit dieser Werkbank ja, reden? Ein Holz hier so, das ist ein Forschungstisch. Schmelzofen, ja, wohin? Ach, das hat auch funktioniert. Erstmal, wir können später alles umsetzen. Ich stelle den Drehen auf. Einfache Werkbank. Nee, warte, doch, hier. Und dann muss ich stärkere Sachen herstellen. Ja, ich muss, glaube ich, hier, wir haben 30 von 30 Fundament quasi. Das heißt, ich muss erst was zerstören. Wie kriege ich das weg? Damit ich meine drei platzieren kann. Brett. Das kann ich aber machen, warte mal. So, ich muss erst Bretter holen. Den hier weg. Den hier weg. Gott, hier ist alles zu. Man kommt hier nicht mehr durch. Wo auch immer du Lust hast bei uns. Genau. So, jetzt mache ich nochmal einen. Einen noch. Ja. Ah, danke dir. Einfach Leertaste, die wegzumachen. Also ziemlich. Ah, okay. Perfekt. Danke dir. Gerne, gerne. Kupfer. Also, so. Deswegen müssen wir auch das Herz schnell auf Stufe 2 aufwerten, weil dann haben wir deutlich mehr Platz. Das kriegen wir aber schnell hin, wenn wir Kupfer schmelzen. Okay. Ja, weil, also unser Plateau ist ja jetzt schon fast voll. Bauen wir das dann so ein bisschen nach unten weiter? Ja. Also gehen wir so die Treppe runter? Safe. Das ist eine sehr gute Idee. Ich wollte nur wissen, ob das so geht, ja? Ja, geht. Ah ja, mit Treppen, ne? Genau. Mit den guten alten Treppen. Wir brauchen aber noch keine Wände oder so hier oben setzen, glaube ich. Also wir haben jetzt, wobei können wir schon. Ja, ich musste die irgendwo hinhauen, nein. Ja, das ist true. Der ist true. Ah, okay, und jetzt, ich brauche noch genug Holz für das Versteck für die Truhe. Okay, alright, dann muss ich... Stärkere aus. Okay, wie komme ich denn jetzt theoretisch zu besserem Loot? Hier hinten an der Werkbank. Da kannst du alles mögliche craften, was dein Herz begehrt. Aha.
Da sind gerade alle dabei zu craften, deswegen. Ich sehe schon. Ich sehe schon. Ich versuche mal ein bisschen Tierhaut zu farmen, dass wir gleich das Leder haben, um den Kern aufzuwerten. Ich glaube, das ist eine gute Idee. Danke fürs Bescheid sagen, dass ich das auch noch holen muss. Ich nehme nämlich Platz. Ja, ich brauche auch noch Tierhaut. Ich habe auch nicht so. Ja. Kupfer. In der Gerberei liegt ein bisschen was übrigens, falls genau. Ihr unbedingt Tierhaut braucht. In der Gerberei. Wie ihr wollt, wo bist du denn? Liegt was. In dem großen es Gebiet. Es wird keiner eingeteilt. Aber Shorty, du kannst noch zu. Da sind auch noch Tiere. Moment. Bei Items ist, glaube ich, voll. Ja, wir können auch einen größeren Clan draus machen. Ja, das geht schon. Ja, wir müssen noch Maxim und Kalle auch noch hier reinbekommen, ne? Die sind auch noch hier. Ich glaube, 10 ist es. 10 ist es, ja. Wir sind gerade 8. Ja, dann sind wir quasi auch voll. Kalle, true. Mr. Marco. True. Wobei, im Zweifel 2 schieben wir halt nochmal. So, ich bin's wieder. Sorry, dass ihr mich gerade gehört hattet. Kein Problem. Alles gut. Ich bin stinksauer. Also eigentlich. Ja. So, ich muss jetzt das Schlossherz aufwerten. Das ist mein nächster Auftrag. Da so bin ich auf dem aktuellen Auftrag. Genau. Ne? Das reicht, wenn wir das alle machen, ja. Da arbeiten wir gerade dran. Also wenn das einer von uns erledigt, dann passt es. Kupfer! Also ja, so. Kupfer, ey. Nice. Wenn man das erste Mal Minecraft spielt, dann Kohle findet. Absolutes Glücksgefühl. Ich habe nie Minecraft gespielt. Pier, wir müssen noch jetzt den Alpha Wolf. Was noch nie? Oder? Doch das. Ich bin damit schon fertig. Ich hier mit als hey, mit Chiara Minecraft gespielt hast. Ich hab warum hast du das schon fertig? Weil ich bei der Klassenfahrt war. Meine Mama hat unterschrieben, dass ich mitfahren darf. Ey, meine Mama hat nicht gesagt, dass ich mit darf. Ja, ja, du weißt schon, warum du es noch nicht hast. War das, als ich Jen getrollt habe? Keine Ahnung, was du gemacht hast. Ich hab Jen getrollt. Manche ärgern ihre Mitschüler, manche arbeiten. Das hier Kupfer? Jawohl, ich hab Kupfer. Das hört sich jetzt so nach Hate an. Nö, das war nur eine neutrale Beobachtung der Situation. Aha, Genau. Ganz normal. Wenn ich Mr. in dem... Steingolem, ich brauche Hilfe. Wenn ich... ah ja, jetzt auf einmal. ...in dem Sarg liege, dann kann ich nicht verbrennen, right? Richtig. Wenn ein Loch drin ist. Machst du ein Loch in den Sarg? Ups. Mr. Steingolem, ich bin gleich tot. Wer ist denn hier? Komm, den haben wir, der ist fast tot. Ja, der soll mir die Edelsteine abbauen. Die Edelsteine abzubauen dauert ein bisschen. Die restlichen Ressourcen geht auf jeden Fall. Arthur hat auf jeden Fall Spaß. Das weiß ich, ich hab ja... Dankeschön, Barry, für die 14 Monate und ganz viel Spaß hier weiterhin. Danke schön. Können Angelo ja, Minecraft gespielt. Ja, ich bin durchgelaufen bei einem Event, aber das war ja nicht wirklich Spielen. Ja. Bosse skalieren quasi mit der Gruppen- oder mit der Anzahl an Angreifern. Bedingt, ja. Zu vier oder so. Was so Ads angeht und alles auf jeden Fall. Gib mir Bronze, bitte, bitte. Kupfer. Achso. Ups. Dankeschön, Xanthius, für die 17 Monate und ganz viel Spaß hier weiterhin. Dankeschön, Dankeschön. Das ist krass, was hier für ein Geräuschlevel auf der LAN ist, ne? Ja, finde ich auch krass. Ja. So auf der LAN, wo ich auch bin. Ihr das ja auch immer hören wieder. So. Ja, das geht schon. Immer irgendjemand rumschreit. Das geht schon. Alles gut. Da müssen wir dran arbeiten. Weiß ich nicht. Nur ist okay. Ja, wir können Toro rausschmeißen, ist okay. Das hier meine ich. Das hier. Hey, Toro ist Team A, oder? Team A, ja. Das hier. Ja. Ja, dann können wir wirklich rausschmeißen. Na. So, dann bringe ich mal ein bisschen Leder zurück hier. Mhm. Ich wurde gerade gewonshottet. Mag mich jemand wieder aufheben? Wo bist du? Wo bist du gerade? Direkt neben uns quasi. Aber ich kann eigentlich Neues bauen auch, oder? Nee, bin auf dem Weg. Ach, cool. Ja, da ist so ein großer, böser Mann mit Rüstung. Und der fand mich nicht so gut. Er hat gerade. Wenn du statt einem Level einen Totenkopf siehst. Ja, aber ich habe ja vorhin schon einen Totenkopf-Menschen getötet. Ich dachte halt nicht, dass das Ding mich one-shottet. Ja, das ist dieser Bash-Stun-Attack von denen. Genau. Ja. Ah. Dankeschön. Sehr aufmerksam. Gerne.
Da kommt er, Vorsicht. Der wird bald wieder dashen und dann wird schmerzhaft. Vorsicht, dash. Nein. Nur Sachen klauen. Wieder 30% Schurke snack ich mir doch. Gerade wenn wir jetzt hier den versuchen. Alter, dann mach ich ja gar keinen Schaden. Ja. Yep. Das ist das Problem an denen. Wieso bin ich denn so low? Theoretische Frage. Brauchen wir jetzt noch? Also was brauchen wir noch? Wir sind ja in der Schmelze, sind doch eigentlich Barren drin schon, oder? Ja, die werden wir. 2, 2, 7. Also das ist eigentlich fertig. Gegen den oder bekomme ich zu viel Schaden? Ja, dann baller doch mal nach oben. Wir brauchen ein bisschen Tierhaut. Also aber wo kriegen wir das Leder her? Das ist hier eine Gerberei. Da haben wir auch genug. Warte, gebe ich dir eben. Dash. Vorsicht. Ja, wir haben ihn eingefroren, sehr gut. Ich muss kurz recken, ich muss recken. Ja, alles gut. Ich glaube, das zählt trotzdem als tot, Turtle. Aber können wir kontern? Ich schuld euch, dreimal 5 Subs, ne? Nicht bei dem Dash. Normale Autotext, ja. Und den Dash nicht. Bekommen denn jetzt Leute, die die Quest jetzt gerade noch nicht haben, das Upgrade dann trotzdem schon? Weil, welches meinst du? Ja. Das ich glaube, das kriegt man automatisch, wenn man drauf. Das kriegst du automatisch, weil ich hatte vorhin aus Versehen auf den Forschungstisch gedrückt, obwohl ich das noch nicht hatte. Und hab dann das Ding bekommen. Ach, wer ist denn da gerade tot? Ja, aber ich hab den Schlag nicht dodgen können, weil ich zwischen den Bäumen bin. Ja, dann zieh ich den weg. Ich krieg den nicht weggezogen, ne? Bleiben, ja. Doch, der den kannst du wegziehen, easy. Na komm. Na wir komm. Wir brauchen jetzt die Mühle, sprich wir müssen na, komm zu mir. Den Typen für die Schleifsteine töten. Der komm. Oh mein Gott. Das länger dauern. Der Schleifstein kriegst du auch voll gut in diesem. Ah, meine Fresse. Oh, ich finde dich nicht gut. Lebst du wieder? Ja, ja. Oh mein Gott, es kommt, danke. Lauft. Oh, wenn er jetzt dasht, kriegt uns alle drei. Das wird unangenehm. Nein, Blödsinn. Oh Gott. Ja, schön, wir haben ihn angefroren. Ja, ach, wollt ihr den töten? Kein Problem, ja. Angelo und ich fighten. Oh Gott, ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. Ja, doch, einfach rein da. Immer wenn er den Dash hat, dann wird es schwierig. Dash, Vorsicht. Ja. Das ist nur ein normaler Schlag, davon hat er noch einen gleich. Ja, so, jetzt macht er wieder so einen Chip-Bash. Okay, den habe ich abgekriegt. Jetzt dasht er wieder, Vorsicht. Ah, ist nochmal geblockt. Jetzt dasht er. Okay. Immer wenn er so auf sein Schild schlägt, dann dasht er dann. Der vollständige ein Schlosszimmer in Böden verlegt. Das klingt so, als wenn wir auch schon richtige Wände brauchen. Nein. Ja, brauchen wir auch. Nein, geh weg. Dash. Oh nein! Wir müssen diese Steinmühle bauen. Dafür brauchen wir Schleifsteine. Die gibt es in so einem bestimmten Lager. Ja, ich hab oh ja, stimmt. Oder ja, in so Kisten hier unten. Genau, links, genau. Dankeschön. Und dann mit der Mühle können wir halt Ziegel pressen. Damit können wir dann die Wände bauen. Der größte Bossfight. Wir haben das. Ich muss mich nur ganz kurz hier heilen. Dann bin ich gleich wieder voll bei euch. Also ich darf mich nicht da. Ich darf ja nicht komplett runtergehen mit meiner Blutanzeige. Ja, du kannst im Fight dich auch nur bis zu dem schwarzen Part da hoch heilen von deinem Lebensbalken. Also nicht voll. Jetzt aber wir haben ihn gleich. Ja. Ja, gleich ist eine Auslegungssache, ne? Dash. Oh mein Gott. Oh, yes. We did it. Jawohl. Ich will den trinken, geil. Ich kann den nicht trinken. Ja, wir wollen den alle trinken. Ich trinke den gerade. Den kann leider nur einer trinken, weil es kein Boss nein! ist. Aber ey. Ah, okay. Irgendjemand von euch hat was Legendary-Missies aufgehoben gerade. Nein. Buch oder so. Ich hab einen Holzzahnhandschuh. Holzzahnhandschuh, ja, das ist krass. Das ist eine Rüstung. Bart hat uns den jetzt geklaut, ne? Also Angelo, ich finde, wir sollten gemeinsam Bart als unseren Erzfeind deklarieren, weil offensichtlich ist er uns gerade hintergangen. Komm her, Pia. Ich weiß nicht, ob ich das möchte. Kann ich dir trauen? Vampir. Ich weiß nicht, ob ich dir trauen kann. Los, weißt du. Nein, ich will nicht von dir fressen. Ja, aber dann hast du halt auch das Blut. Dann hast du 50% des Blutes. Oh, komm das hier. Ist ja gut, dann will ich das schon. Ja, das kriegen wir. Wow. Oh, jetzt kriegst du 50% von dem Blut von dem Typen. Dann muss ich damit leben, dass man. Das fühlt sich ganz merkwürdig an, dieses Bloodsharing. Ja. So werden auch gar keine Krankheiten übertragen. Bestimmt nicht. Ich bin froh, dass ich dieses Erlebnis mit euch teilen kann. Wir könnten den Steingolem hier noch töten. Komm, Wolf. Natürlich. Schaffen wir den schon, ja? Den würden wir schaffen, ja. Bestimmt schaffen wir den. So, was ist jetzt denn der Step, den wir brauchen? Wir brauchen jetzt den Blueprint für Steinsarg. Oder nee, den kriegen wir. So, ja, ja. Ich habe noch irgendwo Ressourcen, die ich unterbringen kann. Genau. Ins Siegelwerk. Also in der Theorie müssten wir jetzt erstmal die anderen Vibler
Sachen jagen oder unser Item-Level so hart aufbessern, dass wir wissen, wo der Typ für die Schleifsteine ist. Weil in dem Lager gibt es halt auch dann die ganzen Schleifsteine, logischerweise. Ja, genau. Ja, also, die Mauern. Also ja. Errol zu killen ist ja schon mal geil, damit wir die großen Kisten haben. Genau, ja. Würde einfach das machen. Ich habe das Schleifsteinlager schon auf meiner Karte. Cool. Echt? Ich habe ein X gesetzt. Das ist das, Danke schön, von Prime Sub. Danke schön, danke schön. Aber das unten untere davon. Aha. Das ist ja wie in einer Kaserne hier oder in so einem Jugenddingsterbumster mit den ganzen Betten hier. Das sind Särge. Särge, Betten, ich verstehe den Unterschied nicht. Wie in der Jugendherberge, bei mir viel Särge stehen. Ja, aber an sich müssen wir sowieso alles töten, damit wir die Kisten und so. Ich bin kurz am Klo. Ja, aber also da gibt es Schleifsteine. Also wir Pia sagen, in die Sonne stellen. Und das ist der hier, ne? Lass ein paar Löcher reinmachen, ja. Auch Fäden. Ach so, soll. Ich kann alles eigentlich, was ich an Stuff habe, in eine. Ich pack alles in Kisten. Ich drücke überall einfach diesen Button da unten. Hat irgendjemand von euch schon durch Glück zufällig Schleifsteine? Nee. 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 Schade. Hätte sein können, dass wir die durch höhere Gegner irgendwie gelootet haben, weil ich habe zwei. Das heißt, uns fehlen nicht mehr so viele zur Steinverarbeitung. Das hätten wir aber lass doch einfach diesen Errol mal umbringen für die großen Kisten, dann können wir ja gucken, dass wir da noch irgendwie Schleifsteine für die Lüge finden. Das reicht dann erstmal. Wie finde ich den Wolf? Also ich habe jetzt die Fährte, wie erkenne ich die? Die rote Spur, die immer mal wieder so ein paar Sekunden von dir weggeht. Das ist die Richtung. Ja. Ah, okay. Genau. Tag, super. Ah, uncool. Ich brenne. Genau, wir haben die Dings an, alles gut. Okay. Brenn. I'm burning. I'm burning. So, ich habe jetzt auch vollständiger ins Schlosszimmer. Tschüss, wie desolé. Danke schön, Teppi, für den Sub und danke schön, Süße, für die 100 Bits. Das ist sehr nett. So. Vielen Dank und danke schön, Florian und danke schön, Daniel. Ja, danke schön. Hat jemand von euch noch Blutrosen? Liegen in der Kiste drin, mal. 20 Stück. Geil. Auf geht's. Ja, dann bin ich da auf jeden Fall ready. Vier Tuch, vier Leder. Brauchen ganz viele Fäden, ne? Oh Gott, jetzt müssen wir ja richtige Schlosszimmer bauen. Ja, das machen wir alles später. Das war so ein Blutrosen. Wenn der Streit zwischen uns irgendwann mal zu groß wird, dann ziehe ich alleine aus Richtung Klumpen oben. Compulsively count unten. Dann lagert der alles, was wovon schon mal was da ist, basically. Ah, es wurde, mein Chat hat gerade gesagt, es wurde gefragt, wer alles einen Schleifstein hat. Ich habe einen Schleifstein. Einer, sehr gut. Dann bräuchten wir noch einen und wir könnten schon was bauen, aber haben wir wahrscheinlich. Den kriegen wir ja gleich. Ja, kriegen wir bestimmt gleich hin. Ja, ja. All good, all good. Wir jagen Errol. Errol. Ah, ein Straßenräuber. Was, wo, Errol? Ich bin dabei. Wo muss ich hin? Alter, wie viele das hier sind. Holy. Du machst das, Angelo. Wir alle glauben an dich. Mhm. Geht ihr alle Errol machen? Ja, können wir. Also wir dürfen ja nur zu viert. Ich bleib sonst gerne hier oder farm noch ein bisschen irgendwas. Wer ist denn schon auf dem Weg zum Errol? Ne, ich bin auf dem Weg. Leskovic. Nö, ich stehe einfach nur vor der Base. Ja, geil, dann könnten wir ja los. Weil Holler ist auf dem Weg und du und ich beide, dann sind wir zu dritt. Ich bin hier gerade zum Trinken übrigens, wenn du nicht alles umbringst. Ja, alles gut, ey, alles gut. Also ich bin am Portal, meine Spur geht Richtung Portal weiter. Jawohl, ich mache mich auf den Weg. Sogar meine Kiste. Oh, ich habe 5 Silber. Das bringe ich mal zurück. Wobei Silber cool aussieht, aber es zu tragen ist schon ein bisschen schmerzhaft. It burns, it burns, it burns. Jetzt warum da sind 8 Gegner weggehauen und du läufst zur Kiste und lootest. Du hast gesagt, ich soll die Gegner nicht mehr schlagen. Also ja, aber die doch Gegner auch nicht die Kiste. Das hast du nicht gesagt. Ich bin stinksauer. Bart, ich habe schon das Gefühl, ihr alle hasst mich. Weil du so ein Loot-Goblin bist. So, ich find's so toll, wie wir unseren Clan Be Positive genannt haben. Ja, ist geil. Ja, dann sei's doch mal. Bin ich doch. Ich hab ganz voller Vorfreude diese Kiste aufgemacht und mir den Loot genommen, den drin war. Das ist sehr schön. Geschnittenes Holz. Teppichrolle.
Toller Loot war da drin. Hä? Ja. Toller Loot, habe ich gesagt, nicht Holler Loot. Ich habe auch Holler Loot verstanden. Holler Loot. Holler Loot war drin, ja. Oh Gott. Ich hab Holler gelootet. Es ist warm. Nicht mich. Ja. Ich verstehe aber auch nicht, also wenn so Baumschatten hilft, kann man da nicht einfach einen Sonnenschirm sich mitnehmen? Nein, kannst du das bitte nicht so relativieren? Ja. Nimm unseren Sonnenbrand ernst, Vlesk. Warte mal, in die Richtung. Hier ist es falsch. Echt? Nur ganz generell, also warum hat man nicht die Option, sich einfach Sonnenschirm zu basteln? Ich bin einfach nur gerade ausgelaufen. Ich weiß gar nicht, ob wir falsch sind. Ich laufe dir einfach nur hinterher. Ich denke nicht selber. Bin mir nicht sicher. Ich sehe die Blutspur gerade nicht mehr. Wir kommen gleich wieder. Ach, da hinten. Oh, Weg Chigo verbrennt. Chigo! Ja, gut. Ich hab alles getan. Ich hab versucht auszupusten, aber... Hallo, Elch. Guten. Moin. Moin. Okay, was ist schmecken? Danke dir. Okay, wir müssen da drüben hin. Wo bist du denn, Holla? Hey. Nach unten weiter. Hier muss irgendwo der Wolf sein, oder? Den ich immer noch verfolge. Sie hat mich allein gelassen, Chat. Ich jag gerade wen anders. Ich weiß es gerade nicht. Sie hat mich allein gelassen. Ich glaube, da war in die Richtung, ja. Ich warte auf dich. Okay? Ah, da, wow. Ah, es brennt. Der ist sicher? Oh, da ist Rufus, der Vorarbeiter. Ihr seid zu Rufus? Ja, haben wir ja gefragt vorhin die ganze Zeit. Ach so, ich dachte, wir reden über Errol. Dann komme ich zu euch. Ah, ich brenne. Ah. Ich habe aber Errol verfolgt. Ach so, ja, aber wir sind bei Rufus jetzt auf jeden Fall. Du hast Rufus verfolgt, ich bin nämlich auf dem Weg zu Errol gewesen. Ich bin komplett bei Lol. Happens. Ich bin eher low. Vielleicht hätten wir den Fight nicht unbedingt während Sonne machen sollen. Ja, es ist gleich Nacht. Gleich ist gut, jetzt wäre besser. Au, 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 es brennt. Ah, nein, ich habe gefischfingert. Lecker Fisch. Fischfingert. Ja. Das ist, wenn deine Finger schuppig und gleichzeitig glitschig sind. Ah. Ist Fettfinger nur anders? Nur anders, ja. Oh Gott, ich wurde gefangen. Finally. Ja. Wo seid ihr denn? Da vorne. Da, wo es Schmerzen gibt. Uwus. Mein Freund. Na komm, bleib stehen. Ich hab auch eigentlich Errol verfolgt. Ich bin mir nicht mehr sicher, was ich verfolgt habe. Irgendwas wird's schon gewesen sein. Ja, so ein riesen Schild die jetzt. Werden die von Rufus hochgeheilt? Ich glaube, die kriegen irgendwie so einen Buff. Was auch ganz wichtig ist im Fight, ich weiß nicht, ob das schon gesagt wurde, man kann sich nur bedingt hochheilen. Immer nur um 25% seines maximalen Lebens. Sprich, wenn man um 50% droppt, dann ist 25% vom Leben erstmal komplett weg für den Fight. Das kann man nicht mehr regenerieren. Das ist nicht so gut. Ja, deswegen sind so Fähigkeiten... Sollte man sich so früh wie möglich heilen, wenn man im Fight ist. Genau, aber deswegen sind die Fähigkeiten von der Vampirblutlinie halt ganz gut, weil die immer noch irgendwie so eine Heilungsmechanik haben. Ne, ihr haltet euch zum Beispiel, wenn ihr parryt, oder ihr haltet euch nach dem Dash, wenn ihr zuschlagt. Dadurch haltet ihr euer Leben halt praktisch permanent oben. Da gibt es auch gut Schilde oder andere Möglichkeiten, um euer Leben zu schützen. Da kann man ganz schön gut Tankiness aufbauen. Oh, das dauert ja voll lange. Wir haben ihn. Vampir macht das schon, ne? Vampir. Vampir. Kann man sich zurück teleportieren? Nur ohne Ressourcen. Ja. Ah, lol. Ja. Genau. Aber das ist eigentlich, ne, ganz okay. Weil dadurch hast du ja dieses Risiko, dass du auch Sachen verlieren kannst.
Geil, wir haben irgendwas, wir sind jetzt richtig krass, ne? Oh, man kriegt diesen Rage, die Rage-Ability, glaube ich, die Attack-Speed. Die ist zum Farmen ganz nice. Blutrausch. Alter, ihr habt alles schon so viel Erfahrung in diesem Spiel und ich bin so, ja, cool, ich habe was getötet. Ah, ja, ja, so fühle ich mich auch. Ich hätte auch noch jetzt das andere Ding im Angebot, ne? Also ich verfolge immer noch eine Blutspur, wie es aussieht. Das heißt, wir könnten den anderen Tüten gehen, wenn ihr wollt. Ja, das wäre super. Ja. Der ist auch gar nicht so weit weg, der ist einfach weiter im Norden, glaube ich. Oder? Ne, im Westen sogar. Ja, deswegen sind wir da ja eigentlich lang. Also ich denke mal, wir sind einfach zufällig jetzt auf den hier gekommen. Wahrscheinlich, ja. Laufe ich da richtig? Folge euch einfach mal, ne? Ja. Ja, ja. Blutspur? Blutspur? Ah ja, ist richtig. Aber ich habe einen Schleifstein, das heißt, wir können zumindest mal mit einer Mühle zurückkommen. Ah, nice. Kupfer immer mitnehmen. Guter Punkt. Das Thumbnail für den Uncut ist schon fertig, deswegen kommt morgen schon die erste Folge. Blut, Blut, Blut. Mhm. Ja. Das heißt, wenn wir jetzt auch so einen Stein, also so einen Felsen abbauen, dann können wir auch noch andere Materialien drin okay, sein. Okay, wir kommen hier nicht hoch, glaube ich, ne? Der normale Stein, da ist meistens nur Stein drin, aber es kann. Wenn die so Spikes dran haben, dann sind da Edelsteine drin, wenn du den Kupfer hast. Ah. Die Orangen sind so Kupfer. Okay. Okay, wir müssen irgendwie. Schwefel, glaube ich. Ich glaube, wir müssen aus diesem Ding nochmal raus. Weil das ist so eine Sackgasse. Wir bewegen uns halt im Westen jetzt, ne? Also, das ist richtig? Kann halt Hä, habe ich ein Loot vergessen? Ich habe Loot vergessen. Hä, nee, Quatsch. Hast du? Wo ist hier eine Kiste, Leute? Ah, da ist eine Kiste. Habt ihr die Kiste entsperrt? Nee, glaub nicht. Dann solltet ihr nochmal herkommen. Hier gibt's eine Kiste mit Loot. Ja, aber die kann eh nur einer mitnehmen. Mhm. Kann die nur einer mitnehmen? Ja. Ja. Ah, Chat, okay. Ihr seid ja, Premium. Nee. Loot ist komplett also shared, ja. Dankeschön, Binita. Vielen Dank für die 6 Monate. Dankeschön. Ich habe für heute kein Video fertig bekommen, weil ich nicht rechtzeitig zum Aufnehmen von mehr Sachen gekommen bin, weil ich krank bin. Wo müsstest du denn jetzt hin? Deswegen ist heute ein Video ausgefallen auf dem Uncut-Channel. Sorry. Jetzt zeigt es halt noch mehr in den Westen. Ja, aber dann lass uns weiter noch weitergehen, ja. Schau mal. Der hat Bock, der Kollege. Ah. Oh, Edelstein. Mhm. Ihr seid gerade auch im Gegnergebiet, ne? Ja. Yep. Oh, Blutrausch ist schon geil. Das heißt, ihr habt jetzt alle schon quasi Blut von irgendwelchen NPCs gesaugt, damit ihr Fähigkeiten bekommt, richtig? Genau. Genau, ja. Hallo, Wolfan. Wir müssen, glaube ich, unten lang. Der ist da drinnen. Ah. Ja, wo ist denn der Eingang? Ja, da unten, ne? Ich kann einmal drum rumlaufen, also ist egal. Aber ja, Holla, du bist die Einzige, die jetzt unten rumläuft. Ich sag nur Bescheid, bevor du wieder sagst, alle sind von dir weggerannt. Ja. Alle sind von mir weggerannt. Okay, wir sind da. Die Kupfermine. Auf geht's. Ja, können wir auch ein bisschen farmen gleich. YouTube hat mich benachrichtigt mit Link auf ein privates Video. Ich guck gleich was da los ist. Oh, aber ich sitze ja gerade da irgendwo. Ja, kann schon sein, dass jemand dann kommt und umhauen will. Nee, hier unten ist er normalerweise, glaube ich. Ah, ja. Hier rollt. Er rollt, der Steinbrecher. Den kann jetzt aber jeder saugen gleich, ne? Ja, genau, weil das ein Boss ist. Ich bin gleich da. Holla ist wieder mal zu spät, ist klar. Sagst du? Ja, meine ich auch. Dang. Du heißt auch sonst immer Pier die Rechtzeitige, ne? Pier die Rechtzeitige, ja, das ist mein Name. Ich verstehe den Witz nicht. Ah, da ist ein Gegner! Da sind Gegner! Da sind Gegner! Da sind Jay und Baloui. Nee, die sind Team B, die sind Team B. Ah, okay. Oh Gott. Die haben B vom Namen, ne? Heißt du nicht A, Baloui? Ja, ich war verwirrt. Alter. Boah, das tut richtig weh, hör mal. Zwar halt Baloui. Bei Baloui denke ich erstmal an Gegner. Ja, ganz
Verständlich. Absolut. Ich habe auch Wirbel ist so nervt. Der Bär, aber wirklich. Zu euch bin wegen von mir. Das ist nett. Gruppenmobbing ist immer eine schöne Sache. 9 von 10 haben wir am Problem. Dass wir einfach entspannen und die Natur genießen. Ja. Ja, Dadosch ist Team A, also ich weiß nicht. Ja, der ist neben mir gerade. Aber wir machen hier ganz entspannt unser Ding hier. Da. Oder sind wir so ein Team, dass wir sagen, sobald wir Gegner sehen, gehen wir rauf? Können wir machen. Okay. Also ich habe hier gerade einen Kampf. Ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht. Hier liegt jemand am Boden. Aua. Nee, ich... Oh, das gefällt mir nicht, das gefällt mir gar nicht, das gefällt mir gar nicht, das ist sehr knapp. So. Oh nein, das war ein Range. Kann mich jemand aufheben? Ja, warte, ich komme. Dankeschön. Ich dachte, ich stehe daneben leider. Das war nicht so smart. Okay, wir haben ihn gleich. Ich werde abgebaut. Nein, Holla wird abgebaut. Jawoll. Da muss ich drauf machen. Ist das Lazarus? Ist das Knechti? Dankeschön. Das klingt übel nach Knechti. Nein, ihr habt ihn jetzt vor uns gesoffen. Jetzt kann ich den nicht mehr trinken. Alle, oder? Wir haben den doch alle jetzt. Nee, man muss den trinken und ihr habt den getrunken, bevor wir ready waren. Na, wirklich jetzt? Ja. Ja, dann machen wir den nochmal. Es kann sein, dass wir trotzdem. Ja, das wusste ich tatsächlich nicht. Das ist. Ja, das würde ich jetzt auch behaupten. Aha. Weißt du, so wird es einem gegönnt, wenn man Pia wiederbelebt. Hättest du mich sterben lassen. Wow. Hättest du mal sterben lassen. Hallo, danke. Man muss normalerweise. Guck, hast du neu neben dem J auf der rechten Seite? Hallo, ja. Oh! Eventuell habe ich doch. Wartet mal, was ist es denn? Was muss es denn sein? Ich habe gesagt, man muss im Clan nur daneben stehen. Der hat diesen Chaos Smash bei Chaos. Nachbeben? Ja. Okay, dann habe ich. Ja, genau. Dann habe ich mich nicht aufgeregt. Ja. Ja. Oh, geil. Das will ich haben. Warum heißt du nicht Beba-Louis? Beba-Louis? Dankeschön, Chat. Ich musste mich erst beschweren. Und dankeschön, Taylor, für die 23 Monate und ganz viel Spaß hier weiterhin. Wer wurde. Was ist denn jetzt passiert? Wer wurde getötet? Es tut mir leid, ich wusste nicht, dass das geht. Aha. Warum geht das? Ich dachte, wir sind alle. Es ist Aber-Louis. Nein. Es tut mir leid. Das Petzig ist Aloui. Ja, Aber-Louis ist ein Mega-Team. Baloui hat Holla getötet. Bist du auch Arschmüffeler? Es ist nicht Baloui, es ist Aloui. Ist es wirklich so, ja? Was? Ja. Ich dachte, irgendjemand hätte gesagt, er ist. Ha? Ja. Baloui ist Aloui. Das ist natürlich nicht so geil, ne? Mit Doppel-A, ja. Wie ein Aal. Ja, genau. Wollen wir unseren Stuff jetzt erstmal zurückbringen? Ja. Oh, können wir machen. Wenn ihr so auf dem Weg zurück Kupfer findet, dann kann man das nur abbauen, glaube ich. Das ist aktuell ganz wichtig. Ja. Was muss ich drücken, um zu gucken? Um zu gucken? Für die Face Guide, um zu bekommen. J. Oh, es hat aber einen hohen Cooldown, ne? Bye. Ja, tschüssi. Weil wir alle Item-Level so ein bisschen hochziehen müssen und da braucht jeder Kupfer für. Kupfer und Fäden. Okay, wo kommt man die Fäden her? Die kriegst du vom Gegner, glaube ich, oder Kisten oder so. Okay. So Leute, ich komme später nochmal dazu. Ich wünsche euch auch viel Spaß. Danke. Hallo. Tschüss. Bis später. Ich muss ihn unbedingt heilen. Alexi Bexi reactet gerade auf dich. Ich habe gerade getötet. Ich weiß nicht, ob ihr die Fähigkeiten bekommen habt, weil ihr wart eigentlich in der Nähe. Das ist eine Chaos-Fähigkeit, aber wahrscheinlich ist es, dass wir zumindest nur die Rezepte bekommen haben. Schade. Bei Chaos. Ich hätte es euch gegönnt. Oh nice, guck mal.
Es war halt neben der Höhle praktisch, wo ihr gerade den anderen gemacht habt. War ein bisschen unlucky wahrscheinlich, dass er nicht in Range hat dafür. Leider nicht. Ich kann mal. Ist mal der Wolf, falls er irgendwann einfach nicht hat? Ich glaube, von uns hat den jeder schon jetzt. Okay, sehr gut. 39% Kreatur. Ah, die Sonne. Die Sonne. Die Sonne. Gibt es ein Projektziel? Oder geht es ums zusammen Spaß haben? Nein, es geht darum, die anderen mehr zu hassen als sie uns. Als sich selbst. Und das ist sehr schwer. Und auch das. Bart versucht auch einfach nicht, sich selbst zu hassen. Und wir verstehen das. Ja. Ja, kann man machen. Ist auch ein Ziel. Ja, richtig. So, das schäfelt mich hier mit. Ah, es ist warm. Es ist so warm. Nein, nein, nein. Wie jedes Mal im Sommer. Nein, nein, nein. Dankeschön, Monax, für den Sub und ganz viel Spaß hier weiterhin. Dankeschön. Dankeschön. Ich will immer noch kommen. Überweit weg von zu Hause. Ja. Müssen wir einmal nach oben gleich. Oh, die Sonne brutzelt. Blutheilung. Schön. Da vorne kommt wieder irgendwas angelaufen. Ich hab die, Silberkrankheit. Ja, wenn du Silber trägst, dann kriegst du ein bisschen Bauchschmerz. Genau, das lässt sich später. Das ist wie mit Laktoseintoleranz. Man weiß, man hat's, aber man will es trotzdem trinken. Ja, genau. Okay. Und später kriegst du so Tabletten, die du vorher nehmen kannst. Dann kannst du halt doch ein bisschen was trinken, dann ist es nicht so schlimm. Aber es stinkt trotzdem. Ich habe Laktoseintoleranz, aber irgendwie ist das gerade ja auch scheiße, wenn das nicht mit Käse bewacken ist. Genau. Ja, ist halt genau das. I can relate. Hallo Faruk. Ich habe Laktoseintoleranz, aber was ist ein Käsefondue ohne Käse? Richtig. Ist halt echt so. Aber das Schöne ist, dass die meisten Käsearten eh nicht so viel Laktose drin haben. Ja. Und man peinigt ja in den meisten Fällen auch eher die Leute um sich rum. Und nicht die einen besonders gern haben. Ja, das ist immer. Ja, das also ist auch okay. Ich sehe das auch immer so ein bisschen so als Challenge. Wenn die Leute mich wirklich lieben, dann halten sie das aus, dass ich stinke. Der Test wird diese Freundschaft überdauern. Ja, ja, absolut. Also. What shall I do? Es ist warm, es ist warm. Wege sind überall. Wie sieht das jetzt eigentlich aus, wenn wir andere Spieler aus anderen Teams sehen? Töten wir die? Ja. Da hast du deine Antwort. Gut. Die Buchstaben A sehe am Anfang eines Namens, so dann wird er das heißt bauen. Nicht Vampir, das heißt Vampip. Wirklich. Vampip. Vampi. Ja. Oh, hier ist. Okay. Wollt ihr doch Gegner töten? Nein, ja. Hier ist einer. Wo? Hier. In dem Lager, in dem Vampip-Lager. Wer ist es? Dann lass es bitte Toro sein oder so. Hört mir das. Oh, hier ist B. Maxim. Ah, es ist warm, es ist warm, es ist warm. B. Maxim, hallo. Nicht B, was? Doch, hier ist B Maxim. Ja, mal jetzt, hier kommen wir mal helfen jetzt. Wir sind Gegner. Mir ist kalt, mir ist heiß. Nein, halt, stopp. Ja, mir ist auch heiß. Kalt, also, ja, Dinge. B Maxim? Aber Maxim ist doch auch bei uns. EDOP. Ja, Maxim ist bei uns. Ah, EDOP. Aber die sind higher als die, glaube ich. Sind sie? Ja. Ist erst down. Mit uns, wenn du. Ei, mit uns. ja, hier sind ganz viele Gegner gerade, auf jeden Fall in dem Lager. Wenn ihr wollt, könnt ihr mir helfen? Müsst ihr aber. Nö, mein Inventar ist voll. Ich heil mich gerade. Oh. Oh Leute, wir wollen übrigens. Mein Inventar ist komplett. Ja, aber doch nicht, wenn mein Inventar komplett voll ist. Das ist ein Argument, ich würde mich da jetzt anschließen, aber ich bin nicht feige. Ach, Mann, ey. Ja, wir können ja gleich wiederkommen. Lager ist ja schon ja, also super nah. Super nah. Ja, ja. Ist echt super nah, ja. Ja, oh, lasst mich ruhig alleine. Ja. Ja, du machst das doch. Du bist ja hier Profi anscheinend. Bin ich auch. Na eben, dann ja mal nicht. Aber mein Inventar. Ah, mein Inventar.
Das war auch einfach Saki so bei Tag zu kämpfen. So. Saki. Ach, Saki, Maxim Saki. Möchte auch in den Clan eingeladen werden. Kann das wer? Nee, kann leider niemand. Der ist schon drin. Ach so. Ja. Hab ich gar nicht gesehen oder gecheckt. Maxim. Kein Problem. Ja, wir müssen ja hier oben lang, ne? Um in die Basis zu kommen, oder? Ich weiß es nicht, oben oder unten? Oben, immer oben. Oben oder? Ja, wir können von oben runterjumpen, das ist ganz cool. Ich habe sogar den letzten Schleifstein gefunden, den wir brauchten. Also, ihr könnt es auf jeden Fall. Ich hab auch einen. Geil. Stark. Ich hab keinen. Ja, okay, das müssen wir noch dran arbeiten. Ich will nicht mit dir kämpfen, ich will nur nach Hause, Gavin. Mhm. Wirklich. Wirklich. Wenn ihr Jade seht, ne? Bleibt einfach auf Abstand. Hä? Ja, glaub mir, bleib einfach auf Abstand. Jade ist schwierig. Okay. So, dann gucken wir mal ganz kurz. So. Eine Knochenaxt. Was baue ich denn jetzt? Was ist denn jetzt mein Auftrag überhaupt? Bretter. Ich habe halt ultra viele Sachen. Bitte eventuell noch jemanden Dings, dann hier so einen Schleifstein, dann können wir einmal. Ich habe einen Schleifstein. Wo muss der hin? In mein Inventar am besten. Wo bist du? Bei den Säge. Da. Da ist der Schleifstein. Wie gebe ich dir das Inventar? Dankeschön. Dankeschön. Für das Team. Irgendwie hat dir gerade alles rausgenommen. Ich habe Bronze-Dinger reingepackt in die Schmiede. Ich bin ein gutes Mitglied dieser Gemeinschaft. Wir brauchen nie Sägeholz, ne? Sondern wir müssen das immer zu Brettern verarbeiten, richtig? Ja, schon, weil wir die Wände ja auch aus Stein machen so. Und dafür brauchen wir das auf jeden Fall. Wo packe ich den Rest hin? Tierhaut und so haben wir noch nichts, haben wir noch keinen Container für, also keine. Tierhaut kannst du zum Lederer machen. Zur Gerberei. Ja, genau. Ansonsten schmeißt es einfach irgendwo rein. Wo geht Stein hin? In die Steinmühle hinten, die ich jetzt gestellt habe. Die ist am Rand oben neben den Schmiedeöfen. Einfach reinballern und dann arbeitet das. Rein. Okay, wo ist denn hier das? Wo kann ich Sachen lernen? Hier neben den Sägemühlen am Forschungstisch. Da kannst du Sachen lernen, wenn wir Bücher dafür haben. Genau, weil ich hatte seine Buch da noch im Inventar habe. Ah, stimmt. Dum. Gucken wir mal, welches du hast. Hat noch jemand Blutrosen für den Ring? Ja, 90 Stück, die habe ich gefarmt. Die ich bräuchte auch ein paar. Schotterweg habe ich freigeschaltet, moin. Nice. Geil, moin. Ja, die Blutrosen habe ich hier auf den Boden gelegt. Da neben. Wo muss ich die Glutkettader unten? Nee. Zu langsam. Ich habe Bring this New Book to Research Desk to Unlock New Technology. Ja, genau, das ist da, wo ich gerade stehe. Also rechts daneben. Ja, genau, und jetzt habe ich die Glutkette. Wo muss das hin? An dem Research-Desk neben dir. Da aber wie kriege ich das dort rein? Du musst es nicht reinziehen. Du siehst bei Zauberei dann wahrscheinlich schon die Kette. Da klickst du einmal drauf und dann klickst du unten auf Forschung. Und dann solltest du es erforscht haben. Bei Zauberei die Glutkette. Genau. Ach, du hattest welche. Können wir alle das lernen. Ich habe extra 29 was. Nee, ich hatte es hat genau gereicht. Okay. Wobei, habe ich das jetzt gelernt? Weiß ich nicht, hast du draufgeklickt? Ich hab's immer noch im Inventar. Ja, dann einmal draufklicken und dann auf Forschung klicken. Also in dem Forschungstischfeld. Beim Forschungstisch, bei Rüstung, solltest du irgendwie die Stiefel haben oder so. Oder was auch immer du gefunden hast. Da klickst du mal rauf und dann klickst du auf Forschung. Dankeschön, Toffi, für die 15 Monate und ganz viel Spaß hier weiterhin. Dankeschön. Ne, es ist jetzt danke schön. Also, hier steht bei mir. Nein, ich sehe da nichts, ne. Wir brauchen die nächste Stufe, wird mir gerade geschrieben. Gut. Was Krasses hast du schon gefunden, Angelo. Alter, hör mal. Das ist ja stark. Schon heftig, aber. Das ist schon nicht schlecht, würde ich sagen. Sehr gut. Dann hol ich mal kurz. Irgendwo habe ich die Kopfhörer. Auf jeden Fall, ne? Das ist auch ganz anders gelöst, auf jeden Fall. Du hast mich fast getroffen, ne? Ja. Hast du Fädenbart? Ja. So. Aber hier liegt Holz.